Weihnachten wird die Welt verändern. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf die Welt. Er ist der Heiland, der lang erwartete Erlöser, der König des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir wollen seine Geschichte erzählen. Die Geschichte der Hoffnung. Die Geschichte des neuen Bundes von Gott mit uns Menschen. Sie hat ihren Anfang in Nazareth bei Maria und Josef. Zwei Menschen wie du und ich. Josef, mein Liebster. Noch einen Millimeter. Josef, ich muss dir was sagen. Und dann... Josef! Passt. Ich sag ja immer, eine gute Planung ist die halbe Arbeit. Hast du was gesagt? Wie kommst du denn darauf? Ich bin bloß hier, um mich ein bisschen ignorieren zu lassen. Jetzt mach aber mal halblang. Ich habe gerade eben gearbeitet. Da muss man sich konzentrieren. Hab ich gemerkt? Jetzt habe ich Zeit für dich. Schön. Ich habe nämlich was für dich. So? Na, da bin ich ja mal gespannt. Was zu essen? Nein, eine Geschäftsidee. Du hast eine Geschäftsidee? Für mich? Ich wollte eigentlich nicht meinen Beruf wechseln. Ich bin Zimmermann mit Leib und Seele. Du sollst gar nicht deinen Beruf wechseln. Du sollst nur dein Sortiment erweitern. So? Womit denn? Mit Babybetten. Ach komm, sowas mache ich mal auf Anfrage. Aber gleich in Masse? Das braucht man doch heutzutage gar nicht mehr. Und wenn du eins für uns bauen solltest? Wozu denn das? Na, wozu wohl? Ach komm, Maria, fang nicht wieder damit an. Womit? Mit dem Thema Kinder. Bevor es soweit ist, müssen wir erst die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen. Da braucht man mehr als nur ein Babybett. Was denn? Naja, zum Beispiel einen Kinderwagen und Babysachen. Und Windeln. Wir müssten in eine größere Wohnung ziehen, in die Nähe eines Kindergartens. Und eine Grundschule. Und ein Arzt müsste natürlich auch in der Nähe sein. Ein Sparkonto müsste her, damit wir die spätere Ausbildung bezahlen können. Und für das braucht man alles einen Sockelbetrag. Also ein paar Tausend kommen da schon zusammen. Bist du jetzt endlich fertig? Gleich. Was ich sagen will ist, wir müssten erst mal sparen. Ich habe mir darüber auch schon konkrete Gedanken gemacht. Bei unserem derzeitigen Einkommen dauert es gar nicht mehr so lange, bis es soweit ist. Warte. Hier, genau. Von jetzt an sind es noch genau 3 Jahre, 4 Monate und 11 Tage. Dann haben wir den Sockelbetrag erreicht. Und das heißt? Dann kann das Kind kommen. Und wenn es schon eher käme? Dann käme es etwas ungeplant, nicht? Josef, es kommt eher. Du meinst, es ist schon unterwegs? Schon bald, ja. Aber das ist ja, das ist großartig. Aber das geht nicht. Was geht nicht? Hast du schon vergessen? Wir müssen noch nach Bethlehem. Die Volkszählung. Ja, der Befehl des Kaisers, ich weiß. Kommt es wenigstens erst danach? Das weiß ich nicht. So etwas kann man nicht planen. Na, großartig. Vorhin klang dein großartig, aber ein bisschen großartiger. Gibst du etwa gleich auf? Nein, natürlich nicht. Wir schaffen das schon. Wir müssen halt nur etwas umplanen. Vielleicht haben wir Glück und König Herodes bläst wenigstens die Volkszählung wieder ab. Bis zur Geburt des Heilands ist also noch ein wenig Zeit. Die wollen wir nutzen, um an ganz anderer Stelle einem seltsamen Schauspiel beizuwohnen. 3 Weise haben im Morgenland durch einen Stern von der bevorstehenden Geburt des Heilands erfahren. Als neuen König vermuten sie ihn in Jerusalem, der Hauptstadt Israels, im Palast des Königs Herodes. Euer Gnaden. Erhebt euch.
Danke, Euer Gnaden. Habt Dank, dass ihr uns diesen Empfang gewährt. Nun denn, wer seid ihr und was führt euch zu mir? Wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland. Und wir drei? Wenn mich meine Augen nicht täuschen, seid ihr nur zu zweit. Oder vermögt ihr nicht zu zählen? Aspar, jetzt lass doch den Unsinn. Du bist dann natürlich auch mit dabei. Du musst dir jetzt einfach vorstellen, dass du dann hier drüben stehst. Ich könnte ja immer wechseln. Guten Tag, Euer Gnaden. Guten Tag, die drei Weisen. Wie ist das Wertebefinden? Es geht, es geht. Nur das Rheuma zwickt ein wenig. Kasper, reiß dich jetzt zusammen. Es ist wichtig, dass wir das proben. Die Chance, vor dem König zu sprechen, bekommen wir nur einmal. Da dürfen uns keine Patzer passieren. Ich weiß. Allerdings komme ich mir ein wenig komisch vor mit dieser Pappkrone. Na, Herodes hat dann natürlich eine echte. Das wäre ja auch der Clou. Ein König mit Pappkrone. Können wir dann weitermachen? Ich bin bereit. Ich warte nur auf euch. Also nochmal. Euer Gnaden. Erhebt euch. Danke, Euer Gnaden. Habt Dank, dass ihr uns diesen Empfang gewährt. Nun denn, wer seid ihr und was führt euch zu mir? Wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland und wir folgten einem guten Stern in euer Land. Er verkündete die Geburt. Halt. Kein Wort von dem Stern. Warum denn das nun wieder nicht? Ohne ihn hätten wir doch niemals davon erfahren. Das ist doch unser Zeichen. Ja, schon. Aber überlegt doch mal. Der Mann ist Jude und die Juden glauben nicht an Astrologie. Wenn wir wollen, dass Herodes uns ernst nimmt, müssen wir das Thema Stern unbedingt vermeiden. Sonst fühlt er sich beleidigt. Also kein Stern. Kein Stern. Euer Gnaden, wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland und wir... Na, was sag ich denn dann? Lass einfach mich reden. Ja. König Herodes, uns führt frohe Kunde in eurem Palast. Selbst im fernen Morgenland erfuhren wir von der Geburt eures Thronerben. Ah, ich sehe, der Buschfunk funktioniert. Er ist wahrlich knuffig, der Kleine. Kaspar, so würde ein König doch niemals reden. Sag lieber etwas wie, ich fühle mich durch euren Besuch hochgeehrt. Ja? Ich fühle mich durch euren Besuch hochgeehrt, ja? Kaspar, das hier ist ernst. Du, Melchior, nimm's mir mal nicht übel, aber haben wir nicht langsam genug geprobt? Ich meine, wir müssen noch die Reiseroute planen und das finde ich ehrlich gesagt viel wichtiger. Hey, jetzt nicht einfach abbrechen, ich will erst die Geschenke. Geschenke? Was denn für Geschenke? Na, du bist gut. Willst du den königlichen Auftritt proben und hast noch nicht einmal Geschenke zur Geburt? Da hat er auch wieder recht. Du siehst, es gibt noch viel zu tun. Ich kümmere mich um die Reiseroute und du machst was mit den Geschenken. Ich habe schon eine Idee. Na gut, von mir aus. Aber schiebt's dann nicht auf mich, wenn wir uns bis auf die Knochen blamieren. Schon gut, schon gut. Du kannst ja den Ablauf vielleicht nochmal aufschreiben und dann können wir unterwegs nochmal proben. Das mache ich. Josefs Hoffnung war indes vergeblich. Die Volkszählung fiel nicht aus, sondern genau in die Zeit, als es für Maria mit dem Kind im Bauch am schwersten war. Der Weg nach Bethlehem blieb ihnen also nicht erspart. Bethlehem, endlich geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch eine Unterkunft. Ob wir bei den Menschenmassen etwas finden? Das sollte kein Problem sein. Meine Schwester wohnt mit ihrer Familie noch im Haus unserer Eltern. Es ist doch gar nicht mehr so weit. Wer da? Miriam, ich bin's, Josef. Mach auf! Josef, Bruderherz, schön dich zu sehen.
Und da ist ja auch die bezaubernde Maria. Oh, wie ich sehe, gibt es gute Neuigkeiten. Ja, ja, aber lasst uns erstmal ins Haus. Maria ist sehr erschöpft und drinnen redet sich's auch besser. Reinkommen, das wird wohl nicht gehen. Was soll das heißen? Miriam, ich bin dein Bruder. Und da bist du nicht der Einzige. Hallo, Josef. Schön, dich zu sehen. Auch wegen der Volkszählung hier? Ja, ja, die blöde Volkszählung. Hey, Maria. Schicker Bauch. Wie geht es euch? Wann ist es denn so? Heißt das? Ja, Josef, da hättest du früher kommen müssen. Das Haus ist voll bis unter das Dach. Ich fürchte, ihr müsst es in einer Herberge versuchen. Mach's gut, Josef. Lass den Kopf nicht hängen. Sag Bescheid, wenn ihr was gefunden habt, ja? Damit wir wissen, wo wir euch finden. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Bis bald. Viel Hoffnung mache ich euch nicht, aber ich wünsche euch Glück und dass Gott euch auf euch aufpasst. Danke. Mist! Und wie sieht jetzt Plan B aus? Na, wie wohl? Rumfragen und suchen. Josef, ich kann bald nicht mehr. Ich weiß. Ruh du dich am besten dort hinten etwas aus. Ich probier's mal da drüben. Und auch bei den Weisen lief nicht alles glatt. Der Weg war auch für sie weit und beschwerlich und ihr Kartenmaterial erwies sich als ein wenig veraltet. Aber eine freundliche Bäuerin wies ihnen dann doch den richtigen Weg zum Königspalast. Pläne. Ich denke, du hast dir die Route vorher noch mal angeschaut. Ja, das hab ich doch, aber wie konnte ich denn wissen, dass hier alles Baustelle ist? Also ich fand's schön. Wir sind mit den Leuten ins Gespräch gekommen, haben ein paar Brocken Jüdisch gelernt und die Bäuerin war sowieso ganz hübsch. Und Umwege haben wir gemacht und Zeit verloren. Vielleicht ist es sogar schon zu spät. Naja, also der Königssohn wird uns schon nicht weglaufen. Vielleicht krabbelt er ja weg. Hör jetzt mit den Unsinn auf. Ab jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Haltet euch genau an den Ablauf. Alles klar? Klar. Klar wie Kloßbrühe. König Herodes! Drei Fremde wünschen euch zu sehen. Der Kleidung nach aus dem Osten. Vornehm, weit gereist. Sie sollen vortreten. Euer Gnaden. Erhebt euch. Danke, euer Gnaden. Hab Dank, dass ihr uns diesen Empfang gewährt. Was hat er zu lachen? Entschuldigt, euer Gnaden. Aber es überrascht und freut mich nur zu sehr, dass eure Krone... Aus Pappe ist, ja, ja. Glaubt mir, der Grund ist ein trauriger. Diese Krone ist ein Symbol für die Unfreiheit meines Landes. Ich bin zwar König, aber ich bin nur König durch des Kaisers Gnaden und meine Macht ist begrenzt. Eines Tages mag sich dies vielleicht ändern. Dennoch bin ich König. Also, wer seid ihr und was führt euch zu mir? Wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland und wir folgen... König Herodes, was er meint. Was er meint, mag er mir selbst sagen. Er ist alt genug, wenn mich sein Bart nicht täuscht. Ja, also... Ihr folgtet irgendetwas oder irgendwem? Ja, genau. Wir folgten dem Rat einer Frau, weil wir vom Weg abgekommen waren. Warum folgtet ihr dann nicht den Sternen? Den Sternen? Nun, stellt euch doch mal nicht so an. Ihr seid doch Sterndeuter, oder etwa nicht? Und woher wisst ihr das? Nun ja, das Morgenland ist bekannt für seine astronomischen und astrologischen Errungenschaften. Und ich bin ein viel interessierter Mann. Sollte ich mir einen Sterndeuter vorstellen, er sehe so aus wie ihr drei.
König Herodes, wir wollen euch keineswegs beleidigen, aber Astrologie ist... Ein hochinteressantes Thema. Vielleicht könnt ihr an einer meiner Universitäten einen Vortrag halten. Wir sind eigentlich wegen etwas anderem hier. Das kann warten. Erst möchte ich etwas über Astrologie hören. Aber unser Anliegen hat mit den Sternen zu tun. Richtige Sterndeuterei? Richtige Sterndeuterei. Na gut, dann lasst mal hören. Im fernen Morgenland erfuhren wir... durch einen ungewöhnlichen neuen Stern... dass in eurem Land ein neuer König geboren sei. Ein Mini-Herodes, sozusagen. Euer Kind. Ein Hoffnungsträger für die ganze Welt. Mein Kind, seid ihr euch das sicher? 100%ig, die Sterne lügen nicht. Wir würden es gern besuchen. Wir haben auch Geschenke mitgebracht. Ja, und den Stern würden wir natürlich auch nach ihm benennen. Selbstverständlich. Entschuldigt mich doch kurz. Siehst du, Melchior, er hatte doch eine Pappkrone auf. Und Astrologie war genau das richtige Thema. Wer konnte das denn ahnen? Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Mag ja sein, aber mir gefällt nicht, wie er auf die Frage nach dem Kind reagiert hat. Wieso ist er rausgegangen? Vielleicht hat er etwas verpasst und musste erst einmal seine Frau fragen. Unsinn! Dieser Herodes ist doch nicht dumm. Unterschätzt ihn nicht. Hey, seht mal, da kommt er zurück. Meine Herren. Ja, euer Gnaden. Euer Stern hat wohl gelogen oder sich zumindest geirrt. Ihr seid hier falsch. Wie falsch? Dann war die ganze Proberei umsonst. Proberei? Kasper. Der lange Weg. Die Geschenke waren umsonst. Und die Hoffnung, die wir mit diesem Kind verbinden. Das ist noch nicht sicher. Ich habe nachforschen lassen. Und in unseren Schriften gibt es tatsächlich alte Prophezeiungen, die mit eurem Stern zu tun haben könnten. Ihr müsst in Bethlehem weitersuchen. Bethlehem? Nie davon gehört. Ein kleines Dorf, nicht weit von hier. Der große König David stammte von dort. Er war einer meiner Vorgänger. Laut unserer Schriften ist auch der neue König einer seiner Blutsverwandten. Wunderrat, Friede Fürst, göttlicher Held, all sowas steht geschrieben, aber ich möchte euch nicht langweilen. Ihr müsst der Straße Richtung Süden folgen. Das war so aber nicht geplant. Pläne müssen manchmal geändert werden. Ein bisschen Flexibilität schadet nie. Hab Dank für eure Mühen. Ach, und noch etwas. Wenn ihr fündig geworden seid, lasst es mich doch bitte wissen. Darf ich fragen, warum? Er darf. Bethlehem ist ein Kuhdorf. Das ist kein Ort für einen König. Findet ihr nicht auch, dass der Stern dieses göttlichen Helden in der Hauptstadt aufgehen sollte? Also, das Landleben ist ja kein schlechtes Los für Kinder. Da ist genug Platz zum Spielen, nicht so viel Verkehr. Und es ist doch eigentlich völlig egal. Selbstverständlich habt ihr recht, euer Gnaden. Wir werden euch in Bälde berichten. Komm jetzt, Kaspar. Und vergesst nicht, Zeit für einen Vortrag an meiner Universität einzuplanen. Ich erwarte euch. Und dann ändern wir den Plan. Und zwar richtig. Schauen wir derweil, ob Josefs Bemühungen um ein Quartier inzwischen von Erfolg gekrönt waren. Und? Hattest du Erfolg? Der Wirt meinte, ich könnte es vergessen. In ganz Bethlehem gibt es kein einziges freies Bett mehr. Hast du ihm denn nicht den Ernst der Lage erklärt? Natürlich habe ich das. Unter diesen Umständen will er mal nicht so sein, hat er gesagt. Er will sehen, dass er uns noch irgendwo unterkriegt. Das sind doch gute Nachrichten. Wie man's nimmt. Er hat sich seine Menschenfreundlichkeit ordentlich bezahlen lassen. Wovon wir jetzt die Heimreise bezahlen sollen, weiß ich auch nicht. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich mich von dem hab so ausnehmen lassen. Josef, das wird sich schon alles zu seiner Zeit finden. Hauptsache, wir haben erstmal ein Dach über dem Kopf für uns und unser Kind. Das sagst du so leicht. Weißt du,
wo wir heute Nacht schlafen werden? Wo unser Kind zur Welt kommen wird? In einem Stall. So hatte Josef die Geburt seines Kindes nicht geplant. Ein Stall für seinen Sohn. Für Jesus, den Retter der Welt. Zur gleichen Zeit schmiedeten andere Leute Pläne für ihre Zukunft. Ihnen stand dafür in jener Nacht nicht einmal ein Stall zur Verfügung. Hallo, hallo, good morning, guten Morgen, how do you do? Jonathan, es nervt. How do you do heißt, wie geht es dir? Das willst du gar nicht wissen. Das würdest du mich mit diesem Fremdsprachenzeugs zufrieden lassen. Was versprichst du dir eigentlich davon? Na hör mal, Englisch ist eine Weltsprache. Das brauchst du heutzutage überall. Und beim beruflichen Aufstieg kommst du an Englisch nicht vorbei. Ich versuche nur, meine Chancen zu verbessern. So einfach ist das. Und ich sag dir, das ist alles Blödsinn. Ist es nicht. Ist es doch. Sieh mal, wir werden doch nur verschaukelt. Das sind doch alles leere Versprechungen, um uns klein zu halten. Streng dich nur ordentlich an, dann kannst du es zu etwas bringen. Alles Schmarrn. Ach ja, hast du etwa eine bessere Idee? Schon irgendwie. Du musst es machen wie der Habicht. Der Habicht? Von mir aus auch ein Bussard oder ein Milan oder was weiß ich denn. Hauptsache ein Greifvogel. Greifvogel, alles klar. Greifvögel greisen der Luft. Sie nutzen den natürlichen Auftrieb, um nicht unnötig Energie zu vergeuden. Und wenn sie eine Maus geortet haben, stürzen sie sich blitzschnell drauf. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, aber was hat das denn mit meiner Englischlektion zu tun? Soll ich jetzt lieber Mäuse fangen oder was? Du kapierst aber auch gar nichts. Das ist ein Bild, Mann. Du bist der Greifvogel. Die Maus, die Chance, die sich dir bietet. Du musst einfach schnell sein und sie ergreifen. Hä? Nun stell dich nicht so an. Also pass auf. Nehmen wir zum Beispiel diese Arbeit hier. Macht sie dir Spaß? Naja, geht so. Schafe hüten eben. Werden wir anständig bezahlt? Nee, viel kommt nicht bei raus. Ein Traumjob ist es nicht. Siehst du? Und wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ich habe einen Job, bei dem verdienst du das Dreifache und obendrein macht er auch noch Spaß. Das ist die Maus, deine Chance. Du schnappst zu und hast sie. Verstehst du? Ja, aber genau deshalb lerne ich doch Englisch. Stell dir vor, du bekommst den Job nur, wenn du Englisch kannst. Unsinn! Am Ende wollen ausgerechnet die lieber Russisch sehen. Oder Spanisch. Oder Swahili. Das bringt's überhaupt nicht, sich da blindlings auf irgendwas vorzubereiten, was dann eh nicht eintritt. Wichtig ist vielmehr, dass du deinen Vorteil in jeder Situation erkennst. Und woran erkenne ich den? Ist doch logisch. Alles, was Kohle bringt. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, Englisch lernen ist solider. Was meinst du, Johannes? Du sagst ja heute überhaupt nichts. Was soll ich denn dazu sagen? Na, deine Meinung natürlich. Lohnt es sich, eine Fremdsprache zu lernen? Lohnen? Für mich lohnt sich überhaupt nichts mehr. Morgen schon kann es vorbei sein, hat der Arzt gesagt. Oder übermorgen, in einer Woche, einem Jahr. Was soll sich denn da noch lohnen? Wie bist du denn drauf? Komm du erst mal in mein Alter. Ich habe schon so viel gesehen. Vielleicht zu viel. Die Zukunft gibt es nicht mehr. Nicht für mich. Ich werde sterben. Das ist alles. Sagt jedenfalls der Arzt. Ich kann nur hier warten auf das Ende. Versuch doch deine Krankheit als Chance zu begreifen. Lass dich krank schreiben. Mach eine Kur. Das ist doch besser, als hier bei den Schafen rumzulungern. Und vielleicht geht es danach auch wieder besser. Kur? Ich bin mein Leben lang Hirte gewesen.
Was soll ich denn da auf meiner Kur? Siehst du, da liegt dein Problem. Du hast Angst, mal was Neues zu machen. Mit der Einstellung kann ja nichts werden. Da brauchst du dich nicht zu wundern. Ich sag euch, irgendwann kommt die Chance, die euer Leben total verändern wird. Irgendwann, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Und dann müsst ihr zugreifen. Wie der Habicht. Ich hab's verstanden. Aber ich lerne bis dahin trotzdem noch ein paar Vokabeln, wenn's recht ist. Fear not. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Deshalb zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Was? Was war denn das? Ein Licht, ein Blitz, eine seltsame Gestalt und irgendeine Botschaft. Es kam so plötzlich, so seltsam. Ein Heiland in einer Krippe? Ich verstehe das nicht. Vielleicht war das die Maus. Maus? Das war nie und nimmer. Ach, du verstehst aber auch gar nichts. Die Maus, die Chance. Du bist der Habicht. Das hast du doch selbst gesagt. Erinnerst du dich nicht? Was meinst du, Johannes? Ich weiß nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt, seit ich Hürde bin. Noch nie. Immer schön langsam. Was soll denn daran bitte eine Chance sein? Hast du nicht zugehört? Der Heiland ist geboren. Was kann ich mir davon kaufen? Falsche Frage. Aber du hast doch selbst gesagt, dass eine Chance unser ganzes Leben verändert. Meinst du, der Heiland hat eine Beförderung für uns? Oder wenigstens eine Gehaltserhöhung? Jetzt hör doch auf. Das Leben besteht doch nicht nur aus Geld. Sondern? Gerechtigkeit, Frieden, Liebe. All sowas eben. Der Heiland soll uns das alles bringen. Das steht doch auch in den alten Schriften. Oder, Johannes? Ich weiß nicht so genau. Ich bin ja nur Hirte, zwar seit über 30 Jahren, aber... Gerechtigkeit ist wichtig. Und Frieden auch. Und Liebe. Ich meine, was wäre die Welt ohne Liebe?
Also los, lasst uns losgehen und sehen, was passiert ist dort in Bethlehem. Vielleicht ist das unsere große Chance. Was ist? Kommt ihr mit? Ich komme mit. Naja, schaden kann es wohl nicht. Das ist wenigstens mal was anderes. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Und dieses Kind soll der Heiland der Welt sein? Na, wenn ich Gott wäre, ich hätte die Sache anders angepackt. Glaub mir, ich auch. Du hast aber auch immer was zu nörgeln. Gar nicht wahr, es ist nur... Ach, egal. Genau, das finde ich auch. Es hat doch keinen Sinn, über das Hätte-Könnte-Wollte nachzudenken. Wir sind jetzt hier und unser Kind ist da. Und? Bereust du es, dass du mitgekommen bist? Er ist so friedlich. Es ist schön, hier zu sein. Kaspar, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hört ihr das? Da vorne zu dem Stall, da waren wir noch nicht. Aber Kaspar, es ist doch nur ein Stall. Kommt die zu uns? Melchior, dir mangelt es eindeutig an Fantasie. In einem Land, wo ein König eine Pappkrone trägt, kann doch auch ein Heiland im Stall geboren werden. Oder nicht? Kaspar, du wirst es nie lernen. Aber König Herodes hätte uns mal sagen können, dass hier alles drunter und drüber geht. Vielleicht hat er das doch selber nicht gewusst. König Herodes? Was wollen die hier? Ich weiß es nicht, aber wir brauchen einen Plan. König Herodes darf nie... Psst! Hey, seht mal. Der Stern steht über dem Stall. Das ist unser Zeichen. Unsinn. Das kann nicht sein. Wir brauchen doch einfach nochmal nachschauen. Bist du verrückt? Ja, aber wir können doch nicht einfach... Wir könnten doch... Los, Jungs, verteilt euch an der Tür. Sind sie weg? Weiß nicht. Ist alles ruhig. Soll ich mal nachsehen? Nein, zu gefährlich. Der Heiland schläft friedlich. Das ist mir zu blöd. Ich gehe da jetzt raus. Ha! Erwischt! Jetzt gibt's Saures. Hey, hey. Also wir wollten nur... Was wolltet ihr? Uns hinter der Tür beschützen. Wir haben doch gehört, dass ihr von König Herodes kommt. Mach doch nicht so laut. Der Heiland schläft. Der Heiland? Der Heiland ist hier? Ja, aber ihr werdet keine Möglichkeit haben, es König Herodes zu melden. Das hatten wir doch gar nicht vor. Ehrlich? Josef, lass sie. Ich glaube, sie sind keine Gefahr. Oh, ich kann fürchterliche Schattenmonster. Kaspar! Ist ja schon gut. Wir sind hier wegen des Heilands. Wir haben seinen Stern gesehen. Ein König des Friedens. Der Retter der Welt, auf den wir schon so lange warten. Das ist er, Jesus. Gott hilft. Dann seid ihr willkommen. Nicht wahr, Josef? Wir haben auch Geschenke. Darum geht's ja nicht. Es ist nur seltsam. Das kann man wohl sagen. In der Tat. Wer sagt denn, dass es keinen Plan gibt? Na also, hör mal. Wenn ich an unsere Reise denke. Und ja, die Volkszählung. Und Herodes. Und die Engel. Es ist vielleicht nicht euer Plan, sondern seiner. Ach, Kaspar. Er hat recht. Es ist Gottes Plan für uns, für euch und für die ganze Welt. Ein wehrloses Kind als Gottes Licht in der Finsternis. Wisst ihr, was ich morgen machen werde? Du? Morgen? Da bin ich gespannt. Ich werde es meinen Kindern erzählen. Und so geht die Botschaft durch die Zeit. Christus, der Retter, ist da.